Moin moin ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Folge hier bei Contemporary Brass Music. Mittlerweile haben wir ja schon einen kleinen Podcast hier zu zweit etabliert. Da ist er wieder, der Georg vom Burba Guten Bar Abend. Network. Hi. So, beim letzten Mal hatten wir das Thema Zähne. Und was haben wir heute? Warum die Methode von Malte Burba bei manchen nicht funktioniert. Tja, warum denn nur? Nehme ich erstmal einen Schluck Bier. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Das muss doch funktionieren. Bei allen, sagt er doch. Woran liegt's denn? Weißt du deine Lösung? Ja, weiß ich. Boah, super. Dann erzähl mal. Naja, also erstmal ist mir niemand bekannt, der sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt hat, wo es nicht funktioniert hätte. Das ist erstmal Punkt 1. Ja, da ist schon alles drin. Aber mir sind aber auch einige bekannt, die sich eine Zeit lang vermeintlich ernsthaft damit beschäftigt haben und wo es nicht angeschlagen hat, beziehungsweise die sich selbst im Weg standen. Und in der Regel passiert das dann, wenn man nicht wirklich konzentriert übt und aber auch nicht wirklich dran glaubt, dass das was für einen ist und man macht es halt dann irgendwie so nebenbei. Also dann macht man es eigentlich nicht. Das ist meine Erfahrung. Oder das sind die Probanden, die ich kennengelernt habe. Die haben dann meistens auch nach ein paar Monaten aufgehört. Dann hat sich aber auch herausgestellt, dass sie es nicht wirklich geübt haben. Oft hat sich auch herausgestellt, dass sie sehr unkonzentriert waren. Die haben es einfach nicht ernst genommen. Das ist meine Erfahrung. Ja, das ist der allerwichtigste Punkt, dass die Leute zwar vermeintlich das verstehen oder sagen zumindest, dass sie das verstehen, aber dann nicht konzentriert genug üben, nicht diszipliniert genug üben, also das heißt wirklich nicht jeden Tag die Sachen machen, dann beschäftigen sie sich oft mit Sachen, die nicht funktionieren. Am Anfang funktioniert ja gar nichts, wenn man mit der Methode anfängt. Ja, also da muss man ja froh sein um alles, was man irgendwie halbwegs richtig macht. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, genau das rauszufinden und genau die Sachen zu üben. Aber dafür sind wir Lehrer ja da, um das Ganze gerade am Anfang zu überwachen. Viele machen auch den Fehler, dass sie einmal kommen und dann irgendwie sich nach einem Vierteljahr wieder melden oder nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder melden. Ja, und dann haben sie ein Jahr lang irgendwelche Sachen geübt und dann kommt da irgendwas dabei raus und wundert sich, warum das nicht funktioniert. Dann ist natürlich die Methode schuld. Ja, aber wir sagen immer grundsätzlich, ihr müsst euch alle 2 Wochen melden oder spätestens alle 4 Wochen mal vorbeikommen, um das kontrollieren zu lassen, was ihr da macht. Genau um solche Sachen zu vermeiden, weil gerade am Anfang, da steht man völlig im Wald, was ganz normal ist, was jedem von uns ist so gegangen. Aber dann muss man halt auch nachfragen und dann so lange nachbohren, bis man die richtigen Antworten kriegt und bis man weiß, worauf es ankommt beim Üben. Also das ist meine Erfahrung und da gibt es natürlich ganz viele Fälle, ganz viele Spezialfälle, aber da kommen wir vielleicht dann noch dazu. Ja, das ist in der Tat eigentlich das Hauptthema, ne? Dass die Leute gerade am Anfang das nicht regelmäßig kontrollieren lassen. Und ich sage jetzt gerade am Anfang, denn wenn man ein bisschen Erfahrung hat und wenn man das Mindset dafür schon verinnerlicht hat, wie diese Sachen zu üben sind, dann kommt man auch sogar ohne Lehrer voran, wenn man weiß, welchen Weg man gehen muss. Das heißt nicht immer, dass man dann ein erfolgreiches Teilergebnis hat, aber also zum Beispiel eine Teilübung. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Man übt jetzt Zunge und da klappt jetzt irgendwas nicht. Aber wenn ich ordentlich Zunge übe, habe ich mich ja trotzdem ordentlich mit der Zunge beschäftigt. Und die meisten vergessen immer, dass das viel wichtiger ist, als dass jetzt irgendeine Teilübung der Zunge perfekt funktioniert. Richtig, richtig. Ja? Und so geht es mit allen Übungen. Ja. Das heißt, alle diese Übungen sind dazu da, unsere Körperfunktionen so zu verbessern oder uns die Möglichkeit zu geben, dass wir später intuitiv auf Geübtes zurückgreifen zu können, ohne darüber nachdenken zu müssen.
Also der Körper sucht sich im Prinzip das aus, was ihm mal gezeigt wurde. Das geht aber natürlich nur, wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe. Und das geht auch nur, wenn ich das eine Zeit lang richtig ordentlich gemacht habe. Ich habe noch ein ganz wichtiges Anliegen. Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann besucht mich doch auf meiner neuen Patreon-Seite. Das geht darüber nämlich super seriös und ganz easy. Hier könnt ihr meine Arbeit auf YouTube, aber auch die Inhalte auf Patreon mit ein paar Euro im Monat unterstützen und so dafür sorgen, dass ich meine Arbeit hier weitermachen kann. Meine Arbeit ist hier zwar kostenfrei, aber natürlich nicht kostenlos. Sie kostet mich sehr viel Zeit, sehr viel Mühe, Arbeit, Vorbereitung und natürlich auch Geld, Equipment etc. Und irgendwo muss das natürlich erwirtschaftet werden und herkommen. Deswegen, wenn euch meine Arbeit etwas wert ist und ihr die paar Euro im Monat habt, dann unterstützt mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr das auch wertschätzt. Vielen Dank nochmal und jetzt geht's weiter. Ciao, ciao. Genau, Und und richtig ordentlich, das ist der richtige Begriff dafür, weil man muss es nicht unbedingt richtig gemacht haben. Ja, das verwechseln immer viele, weil viele kommen dann und gehen davon aus, dass wenn sie die Übung nicht perfekt vorgemacht haben, dass das dann Mist ist, was sie da gemacht haben. Aber ich sage immer, nee, das Ergebnis ist mir völlig egal, solange der Weg richtig ist, wie ihr das übt und solange ihr dran bleibt an der Übung, solange ihr euch damit beschäftigt, ist es egal, wann das Ergebnis passt. ja, ich habe Wichtig dann. ist, dass ihr euch damit beschäftigt. Und solange ihr das macht, wird das Ergebnis dann auch zufriedenstellend sein. Bloß nur wann, das kann niemand vorhersagen. Also ich hab auch dann Probanden, die sind dann maßlos enttäuscht, wenn sie irgendwas nicht können, haben das monatelang geübt und so. Ich sage, ja, okay, das ist jetzt nicht geil, aber es ist nicht tragisch, weil du hast dich ja trotzdem mit der Thematik auseinandergesetzt. Du hast das jeden Tag 10 Minuten oder eine Viertelstunde geübt und jetzt hast du halt einen Monat diesen Fehler gemacht, aber du hast dich trotzdem mit der Sache beschäftigt. So, ja. Ja, aber wir wissen doch aus eigener Erfahrung, oder du hast deine Übungen, die du wahrscheinlich dein Leben lang nie perfekt beherrschen wirst. Ich habe meine Übungen, mit denen ich mein Leben lang zu kämpfen haben werde. Das ist einfach so. Damit müssen wir leben. Das sind unsere körperlichen Unzulänglichkeiten. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Defizite so weit ausgleichen können, dass wir zufriedenstellend Trompete spielen können oder ein anderes Blechblasinstrument. Also es geht da hier auch wieder, wie du immer so schön sagst, ums Mindset, um die Beschäftigung mit der Sache. Und das ist nämlich die größte Schwierigkeit, dass man sich wirklich nur mit der Sache beschäftigt und nicht mit allem drumrum und nicht mit der Frage, warum es nicht funktioniert oder warum der neben mir besser spielt, obwohl der weniger übt. Und wenn man dieses Gedanken einfach weglässt und sich wirklich nur mit sich selber beschäftigt, mit der Übung, in der Zeit, die man zur Verfügung hat, wenn man die Zeit so gut wie möglich nutzt, dann ist man auf dem richtigen Weg. Egal, wie das Ergebnis jetzt kurzfristig ausschaut. Langfristig ist man auf jeden Fall auf der Gewinnerseite. Ja, und es gibt natürlich auch Menschen, die sind wahnsinnig für diese Art des Übens befordert oder talentiert, weil sie sich sehr gut konzentrieren können, weil sie schon ein sehr gutes Körperbewusstsein von Natur aus mitbringen, weil sie vielleicht feinmotorisch sehr geschickt sind. Ja, gibt es ja alles. Und dann gibt es Menschen, die Absolut. tun sich wahnsinnig schwer, die kriegen dann ein paar Sachen halt überhaupt nicht hin und sind dann sehr schnell sehr frustriert. Das sind aber oft diejenigen, die aber richtig am Ball bleiben und die üben dann einfach dann trotzdem weiter. Ja? Und hinterher spielt das aber auch eigentlich keine Rolle. Die können dann trotzdem super Trompete spielen. Ja. Also es ist Ich immer die sage. Frage, wo ich hin will. Und vor allen Dingen, und ich habe mal so ein Video gemacht, das nennt sich Mindset Sandhaufen. Ja? Ich will es mal kurz erklären. Wenn ich einen LKW eine Kipplaster voll Sand habe, den kippe ich bei euch auf den Hof und sage dir, befördere mal mit einer Schubkarre diese 8 Tonnen Sand von links nach rechts. Ja, dann kippst du unter dieser Last zusammen. Du denkst, um Gottes Willen, was ist das für eine Arbeit? Wie soll ich das schaffen? Ja, wenn ich dir aber einfach sage, hey, da sind die 7 Tonnen oder die 8 Tonnen Sand, jeden Tag ein 10-Liter-Eimer in die andere Ecke. Das Ergebnis ist mir egal. Du sollst einfach nur jeden Tag diesen 10-Liter-Eimer dahin schütten. Irgendwann sind diese 8 Tonnen auf der anderen Hofseite. Ja, und so muss man üben. Das ist halt der Punkt. Weil dann. Das Ergebnis muss einem einfach erstmal egal sein, sondern man muss einfach sein Zeug machen. Ganz Und genau. das ist halt das Geheimnis. Und wenn ich das aber nicht verstehe, wenn ich mich mit dieser Art des Übens auseinandersetze, im Übrigen ist das ganz normale Instrumentalüben genauso, nur gibt es halt eben Musiker, die, naja, eine schnelle Auffassungsgabe haben und sehr talentiert sind. Und wenn die das zum Beispiel versuchen, auf diese Methode jetzt zu übertragen, klappt das natürlich nicht.
Ne? Das heißt, die können dann zum Beispiel musikalische Sachverhalte, checken die in 2 Wochen, üben das 2 Wochen, können das. So, zack. Gibt's ja Ja, noch. aber ich habe es tatsächlich schon erlebt. Da kam ein junger Posaunist zu mir, und er konnte nach 4 Wochen perfekt Atmung, perfekt Zirkulatmung, perfekt Töne treiben. Also der hat einfach die natürliche Gabe, die richtige Abzweigung zu erwischen und genau die Vorgaben umzusetzen, die er umzusetzen hat. Natürlich ist es nicht in dem Tempo weitergegangen, sonst wäre er jetzt schon irgendwo anders. Der hat natürlich auch seine Hürden zu überwinden. Ist ja ganz natürlich. Zwei Sachen, die der Malte immer erzählt. Das eine ist die Analogie zum Bergsteigen. Wenn du unten anfängst und nach jedem Schritt fluchst, warum du nicht am Gipfel bist, dann macht es ja überhaupt keinen Spaß. Ja, dann drehst du irgendwann durch und dann hörst du irgendwann auf. Ja, also du musst dich Schritt für Schritt nach oben bewegen und freu dich, dass das Wetter schön ist oder dass die Natur ist oder dass es ruhig ist. Aber solange du in Bewegung bleibst, wirst du oben ankommen. Und die andere Analogie ist, er spricht dann immer gern von berufsbedingten Herangehensweisen. Da gibt es ja die verschiedenen Typologien und seine Lieblings-Draufhau-Gruppe sind die Ingenieure. Die brauchen immer einen Plan und sobald der Plan abweicht von dem, was sie merken oder das Üben nicht dem Plan folgt, dann sind sie verwirrt und dann hinterfragen sie alles Mögliche, anstatt einfach den Weg weiterzugehen. Und die andere Gruppe, das sind die Handwerker. Die wollen am Ende des Tages eben ein Ergebnis ihrer Arbeit sehen und das geht halt leider bei uns nicht. Ja. Ja, also man muss einfach seinen Job machen, am Abend die Kanne in die Ecke stellen, abhaken, am nächsten Tag wieder auspacken und geht wieder weiter. Ja, und so geht es halt über Monate, über Jahre. Und sobald man auf ein Ergebnis wartet, hat man eigentlich schon verloren. Ja, klar, das ist, und da haben natürlich Leute einen Vorteil, die von Haus aus natürlich auch diese Art zu arbeiten gewohnt sind, sagen wir es mal so. Also mir hat das einfach kam das sehr entgegen, ja. Musste zu Hause sowieso jeden Tag die Schweine misten, dann kann ich den Scheiß gleich auch mit erledigen, ja. Also, das ist, also Landwirte, es ist ganz witzig, du musst ja was säen und du weißt nicht, ob du was kriegst. Vielleicht wächst was, so. Mit Pech hast, kommt einfach der Hagel, ist auch weg, ja. Also, das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Oder musst jeden Tag, musst du einfach immer den gleichen Kram machen, musst die Schweine füttern. Das ist egal, ob Feiertag oder so. Und das ist, mit dem Üben ist es genauso. Also für mich zum Beispiel war das nichts Besonderes, das war nichts Neues. Ich habe auch gar nicht nachgefragt, ob ich da jetzt irgendwie mal eine Pause machen soll oder so. Nee, es hieß, musst du jeden Tag üben. Ich dachte, ja gut. Ich habe jetzt Ja, hinterher, hinterher begriffen, dass das für einige halt wirklich. Es heißt nicht, dass mir das immer Spaß macht und das heißt auch nicht, dass mir das immer Spaß gemacht hat, um Gottes Willen, ja. Aber das ist halt, du wirst, ich bin halt so konditioniert von Kindesbeinen an. ich habe das auch ganz tief in mir drin. Also als ich gefragt habe zu Hause, ob ich ein Instrument spielen darf oder lernen darf, dann war sofort die Ansage von meiner Mutter. Ja, aber nur wenn du das jeden Tag auch machst. Ja, das war einfach ganz klar. Und am Anfang habe ich auch Protokoll führen müssen von meinem damaligen Lehrer aus. Da hat jeder so ein Heftchen gekriegt und dann musste man reinschreiben, wie viele Minuten man am Tag geübt hat. Dann wurde es natürlich auch kontrolliert. Ja, und das ist auch ganz tief in mir drin. Auch jetzt in der Urlaubszeit. Dann, ich spiele jeden Tag Trompete, wenn es irgendwie geht. Also jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich muss, sondern weil ich einfach will, weil es mir Spaß macht. Und ich nutze dann die Gelegenheit, um neue Sachen auszuprobieren oder andere Sachen zu üben. Natürlich ist es für den Kopf immer gut, abwechslungsreich zu üben und andere Sachen zu spielen und Sachen, die Spaß machen, zu spielen. Weil oft muss man halt einfach Sachen üben, die man dann irgendwann abliefern muss. Und das kann man jetzt im Urlaub dann einfach anders machen. Also, aber spielen macht halt einfach immer Spaß, also für mich zumindest. Ja, klar, also es ist. Aber dennoch ist es ja einfach ein scheiß Instrument, weil du es halt wirklich jeden Tag machen musst. Ja, das ist ja eines der wenigen Instrumente, das muss man ja wirklich sagen, wo es halt sofort jeder merkt, wenn du halt mal ein paar Tage nicht geübt hast. Ja. Und das kannst du auf fast jedem anderen Instrument kannst du das, naja, ich sag mal so, es geht halt trotzdem irgendwie. Und das ist halt, weißt du, ich kenne Saxophonisten, die fahren 4 Wochen Urlaub, kommen wieder, spielen Gig.
Ja. Ja, nee, brauchen wir nicht Ja, weiterreden. eben. Also, ne, Das ist die andere Welt. es ist einfach eine andere Welt, Da sind ganz wir eh nicht klar. zu Hause. Naja, aber letzten Endes ist, warum diese Art des Arbeitens oder warum diese Methode jetzt bei einigen nicht funktioniert, liegt wie so oft halt nicht an der Methode, sondern am Umgang mit der Methode. Und jetzt gibt es natürlich dann auch wieder viele, die sagen, ja, aber mein Gott, aber mit anderen Methoden geht es doch dann ganz genau so und so. Ich habe da ja schon mal ein Video zu gemacht. Ich will mich auf dieses Konstrukt überhaupt nicht einlassen, weil klar, führen viele Wege nach Rom, aber diesen Weg kann man halt, da gibt es halt einen Plan, da gibt es eine Karte, das kann jeder nachmachen, der intuitiv auch nicht so bewandert ist und nicht so talentiert. Und das ist halt, ich glaube, das ist für die Spielkinder oder für die Talentierten, ist es halt ganz schwierig zu verstehen, dass es etwas gibt, was halt ganz logisch zu einem Ergebnis führt. Und das wird immer das Problem dieser Methode bleiben, dass das von denjenigen torpediert wird, die das halt nicht brauchen, weil das halt von alleine geht. Nur. Ja, es wird leider auch von denen torpediert, die vermeintlich sich damit auseinandergesetzt haben. Aber die haben sich nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt. Das kann nämlich nicht sein. Malte sagt ja auch, ja, wenn ihr beweisen wollt, dass es nicht funktioniert, so wie ich das sage, dann müsst ihr das trotzdem erstmal so üben, wie ich das sage. Ein Ja, klar. Vierteljahr lang jeden Tag Ja. das machen. Und Georg. dann verändert sich auch ganz klar was. Ja, aber da beißt sich die Katze in den Schwanz. Also ich meine, das ist, die machen sie ja eh nicht. Ja, natürlich machen sie nicht, ja, aber ja. Deswegen, weißt du. Aber trotzdem finden sie, was zu kritisieren, das ist ja ganz klar. Und wie wir schon irgendwann mal gesagt haben, wenn man was ausprobiert oder einen neuen Weg beschreitet, dann muss man da auch dranbleiben, egal welche Methode das jetzt ist, egal welche Art zu üben, egal was man neu lernt. Man muss erstmal dahinter sein und das eine gewisse Zeit diszipliniert machen. Alles andere ist Mumpitz, alles andere bringt gar nichts. Ja, man muss es vor allen Dingen erfühlen. Man muss die Erfahrung erstmal machen. Man muss dem Körper eine Chance geben, das kennenzulernen. Und das hat nichts mit Verstehen zu tun. Das Verstehen kommt meistens hinterher. Ja? Sondern erstmal machen. Und für machen brauche ich Vertrauen. Und wenn ich kein Vertrauen habe zu meinem Lehrer, mache ich es auch nicht. Genau, also man braucht auf jeden Fall Vertrauen zum Lehrer, Vertrauen in seine körperlichen Fähigkeiten, dass es schon alles funktionieren wird. Und dann Geduld. Ja, es ist aber also alles Sachen, die dem nicht gerade dem Zeitgeist entsprechen. Also, Natürlich ne, nicht. das ist natürlich, und man braucht natürlich auch Zeit, klar, keine Frage. Ne? Ich meine, ich kriege auch mal die Frage gestellt, hey, ich habe eine Stunde Zeit, was übe ich? So, Da und kann man viel sinnvolle Sachen machen. Dann kann man eine ganze Stunde lang sinnvoll üben. ja, Man aber kann auch. nicht die Welt zerreißen in einer Stunde. Das ist auch klar. Nein, aber man muss ja erstmal lernen, was wichtig ist. Und man muss lernen, was für einen persönlich wichtig ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Also wenn ich bestimmte Prioritäten setze, weil ich bestimmte Ziele habe, weil ich bestimmte kurzfristige Ziele, mittelfristige Ziele habe, langfristige Ziele, dann muss ich mein Üben ja diesen Zielen unterordnen. Und das machen viele eben auch nicht. Ja? Das heißt, einfach mal wirklich sich einen strategischen Plan zu machen, wofür übe ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Was will ich überhaupt? Wieso mache ich das? So. Und wenn man, ich glaube, wenn man das für sich mal genau definieren kann, dann werden sich danach ganz andere Fragen stellen, beziehungsweise wird man auch schon ein paar Antworten haben. Ja, genau. Man muss vor allem auch in der Lage sein, den Plan zu verfolgen ohne Emotionen. Weil das ist oft irgendwie auch ein Hindernis, dass man halt irgendwie mal keinen Bock hat oder irgendwie mal im falschen Fuß aufgestanden ist und dann denkt, ach ja, nee, mache ich heute nicht, ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, es passt irgendwie nicht so. Und man muss aber trotzdem die Disziplin haben und da muss der Verstand dann einspringen, wenn die Emotion zu stark ist und sagen, hey, nee, das ist der Plan und den verfolgst du jetzt. Und Disziplin macht nie Spaß. Disziplin macht dann Spaß, wenn man einen gewissen Weg schon gegangen ist. Und dann, wenn man merkt, es funktioniert und merkt, man kann so viele Sachen verändern, indem man an einer Sache dranbleibt. Dann macht Disziplin auch wieder Spaß. Aber das ist ja Aber immer, das es immer sagt wieder keiner, dass es immer Spaß macht. diese berühmten 10.000 Stunden, ja, für eine Sache, ja. Das ist ja immer so. Es ist einfach immer so. Und die Leute, die wirklich an der Sache dranbleiben, die das interessiert, die wissen das auch.
Das Schöne ist ja, dass wenn man das mal an einer Sache ausprobiert hat und es wirklich auch verstanden hat oder hinterfragt hat, dann kann man sich ja so auch jede andere Sache drauf schaffen. Das ist ja das Ja. Schöne an Ja. diesem Konzept. Nur der Haken bleibt, aber es ist halt Arbeit. Und das möchte halt niemand hören. Das ist halt das Ding. Ja? Und wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten, dann lasse ich es am besten sein. Das ist ganz Das ist einfach. doch ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, ich meine, ich komme ja auch unter Umständen anders zum Ziel, aber eben nicht jeder, sondern dann nur diejenigen vielleicht mit sehr individuellen Voraussetzungen. Ja, die können dann vielleicht mal eine Abzweigung oder eine Abkürzung nehmen, aber in der Regel klappt das halt nicht. Und das sind halt immer dann die Ratschläge von einigen anderen Lehrern, was ich immer dann teilweise so mitkriege. Ja, mach mal so, mach mal so, mach mal so. So, dann können die das nicht nachmachen. Ja, und dann war es das halt. Da verläuft das halt ins Leere, ja. Und dann entsteht halt noch mehr Frustration, weil die dann überhaupt nicht wissen, ja, aber ich habe doch jetzt alles gemacht, funktioniert ja trotzdem nicht. So. Oder funktioniert noch schlechter, ja. Gibt es ja auch. Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ist leider Arbeit. Machen, machen, machen. Ja. Einfach machen und dranbleiben. So. Und zwar mal eine Zeit lang machen und dranbleiben, ohne sich jeden Tag die Frage zu stellen, ist das richtig? Genau. So, man muss vorher den Entschluss fassen, ich mache das jetzt mal ein Jahr. Mal gucken wir mal. Ist halt wie ernten, sehen und ernten. Ja, ist halt einfach so. Es dauert So halt ist es. ein So ist halbes es. Genau. Man Jahr. weiß nicht, was am Ende rauskommt. Aber eben dieses eine Jahr wird einen definitiv verändern und man wird schlauer sein. Reifer, Oh, reicher und schlauer. das ist doch jetzt mal ein Schlusswort. Ja? Wir sind ja auch schon total schlau geworden heute Abend. Ja, wie jeden Abend. Prost. Okay, meine Lieben, das war's für heute. Besucht den Georg auf Burbabras Network. Besucht mich gerne in meiner Patreon-Mitgliedschaft, auf meinem Patreon-Kanal. Da könnt ihr diesen YouTube-Kanal auch unterstützen, weil es ist ja alles, es kostet ja nichts und von irgendwas muss ich ja auch leben. Deswegen Patreon. Genau. So, das war's. Alles Gute, Georg, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö.